Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien und heute geht es um ein Thema. Wir haben eine Leserfrage bekommen, nämlich, oder eine Zuschauerfrage. Einer unserer Zuschauer hat uns geschrieben, hat gesagt, Mensch, gibt es denn eigentlich einen Grund, auch mal eine In-the-Money-Option zu verkaufen? Und ob es Gründe gibt und was man dabei beachten sollte, das besprechen wir jetzt hier im Video. Also, gibt es einen Grund, In-the-Money-Optionen zu verkaufen? Wenn man grundsätzlich als Optionsschreiber unterwegs ist, dann wird man natürlich immer wieder sagen, okay, eigentlich möchten wir ja Optionen verkaufen, die eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie am Ende wertlos verfallen, und das führt automatisch dazu, dass wir vorrangig Out-of-the-Money-Optionen verkaufen. Out-of-the-Money-Optionen erkennen wir am niedrigen Delta. Das heißt also, alles, was kleiner als 0,5 ist, ist eine Out-of-the-Money-Option. Im Future-Optionsbereich versuchen wir, Optionen im Bereich zwischen Delta 10 und Delta 5 zu verkaufen. Also das heißt, bei den Puts minus 0,05 bis minus 0,10, bei den Calls entsprechend 0,05 bis 0,10. Im ETF- und Aktienoptionsbereich ungefähr mit einer Standardoption, mit einer Standardabweichung, also das sind dann meist so Deltas 15, 16 etwa, aber ihr seht, Out-of-the-Money-Optionen. So, wenn wir eine In-the-Money-Option nehmen, dann hat die ja mal von vornherein ein hohes Delta, also beispielsweise ein Delta von 70. Warum sollte man eine Delta 70-Option verkaufen? Die hat ja eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie im Geld endet, und das wäre natürlich nicht Sinn und Zweck eines Optionsverkäufers. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal die Situation, wo es Sinn machen kann, eine In-the-Money-Option zu verkaufen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie setzt sich denn der Preis einer solchen In-the-Money-Option zusammen. Also, wir haben angenommen, eine Option mit einem, was weiß ich, der Preis einer Aktie ist hier runtergegangen und wir haben hier einen Put, einen Short-Put mit dem Delta von 70. Und angenommen, der Preis, das ist eine Aktie von mir aus, also die heißt XYZ, und der Put hat einen Strike von 50 und der aktuelle Preis der Aktie XYZ ist 40. So, was muss jetzt dieser Put mindestens kosten? Der setzt sich natürlich wieder zusammen aus Zeitwert. Je nachdem, wie lange die Restlaufzeit ist, wird er also definitiv einen Zeitwert haben, und der kann mehr oder weniger sein, aber der wird auf jeden Fall vorhanden sein. Und zum anderen wird er natürlich einen inneren Wert haben, denn ein Put mit einem Strike von 50 berechtigt ja den Käufer zu was? Nämlich, dass er Aktien zum Preis von 50 verkaufen darf. Wenn sie jetzt an der Börse schon bloß noch 40 kosten, dann darf er ja zu einem deutlich höheren Preis verkaufen, nämlich zu 50. Und diese Differenz, diese 10 Punkte hier, das ist der sogenannte innere Wert. Und dieser innere Wert, in dem Fall sind das jetzt hier 10, das muss also diese Aktie, diese Option mindestens kosten plus Zeitwert. So, wie hoch da ist, wissen wir jetzt nicht, weil wir nicht wissen, wie lang die Restlaufzeit ist. Und wann kann es jetzt Sinn machen, so eine Option zu verkaufen, so eine In-the-Money-Option? Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ich habe mich ganz kurz rübergebeugt, mir einen anderen Stift geholt. Möglichkeit Nummer 1 wäre, weil man gezwungen wäre, so eine Option zu verkaufen. Und das kann beispielsweise passieren, wenn man Earnings Trades macht. Man hat angenommen, hier ist ein Intraday Chart. Man hat hier vor den Earnings diesen Put verkauft und jetzt eröffnet die Aktie, die hat am Vortag hier geschlossen, jetzt eröffnet sie am nächsten Tag hier. Das heißt mit dem großen Gap, und dieser Put ist im Minus. Und da gibt es jetzt eine Reparaturstrategie, nämlich dass man sagt, bei Earnings Trades beispielsweise hat man ja immer nur sehr, sehr kurze Restlaufzeiten. Also angenommen, heute ist Montag, dann hast du irgendwie eine Option, die am Freitag verfällt. Mit der selbst kannst du jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel machen, weil der Punkt Zeitwert wird dann nicht mehr so großartig vorhanden sein. Und gerade wenn aber sowas passiert, ich nehme uns mal eine neue Seite her, wir machen es hier. Also wenn zum Beispiel jetzt hier die Aktie gewesen ist und jetzt gap die am nächsten Tag hier so runter nach den Earnings, dann wissen wir, dass auf der Unterseite sich in der Regel nach so einem großen Gap nach unten
die Aktien meistens ein paar Tage beruhigen, bevor es dann entweder das Gap wieder schließt oder auch bis es wieder weiter nach unten geht. Was man aber wahnsinnig häufig beobachten kann, ist das hier. Dass es also ein paar Tage ruhig wird und dann, wie gesagt, gibt es entweder das oder das. So, und jetzt hast du angenommen, hier einen Put verkauft und der ist natürlich jetzt im Geld. So, der ist tief im Geld, du musst dir was einfallen lassen. Wenn du den bis zum Verfall hältst, dann wirst du angedient, dann bist du die Aktie ab hier short, das möchtest du nicht. Und deswegen gibt es da eine Möglichkeit der Reparatur, nämlich dass du sagst, ich rolle, hier ist die Restlaufzeit dieser Option, ich rolle die Option nach hinten in eine längere Laufzeit und mach das im Geld. Warum machst du das im Geld? Weil du natürlich dann hier, der innere Wert ist immer der gleiche. Also ob der jetzt mit 3 Tagen Restlaufzeit ist oder mit 30 Tagen Restlaufzeit, der innere Wert ist der gleiche, aber du erkaufst dir damit eine Menge Zeitwert. Und was du nicht vergessen darfst, wenn jetzt hier der Preis ein bisschen ansteigt, was verringert sich dadurch automatisch? Natürlich das hier. Dieser innere Wert. Und deswegen lohnt es sich häufig bei Earnings, dass man sagt, okay, ich verkaufe dann, ich rolle dann meinen In-the-Money-Put nach hinten, bleibe im Geld, entgehe damit auch erstmal der Sorge, dass ich angedient werde, weil wenn die Option eine längere Restlaufzeit hat, 30 Tage oder so, dann wird man in der Regel nicht angedient. Und dann hat man erstens sich mehr Zeitwert gekauft, das kann einem helfen. Und wenn es dann so für 2, 3, 4 Tage zu einer Erholung kommt, und wir blenden euch mal hier an der Stelle ein paar Charts dazu ein, von ein, zwei Aktien, wo das ja so passiert ist, dann werden diese länger laufenden In-the-Money-Optionen sehr schnell an Geld verlieren. Also das heißt, die können dann schnell von 10 Dollar auf 7 Dollar fallen, was immerhin 3 Dollar wären, was also sehr, sehr viel ist. Und wo du vielleicht nicht den kompletten Verlust hier ausholst, den du durch den Earnings Trade hattest, aber wo du ihn deutlich reduzieren kannst. Und das ist das, deswegen ist das eine Methode, dass manche Händler hergehen und sagen, okay, ich verkaufe In-the-Money-Optionen, zum Beispiel nach Earnings, bei Trades, die ich reparieren muss. Ein anderer Grund, um das zu machen, der ist, da bist du nicht gezwungen dazu, sondern das kannst du machen. Das ist deutlich spekulativer, aber für denjenigen, der es kann, ist es natürlich eine super Geschichte. Nämlich, stellt euch einfach vor, ihr habt auch hier wieder eine Bewegung, wo ihr sagt, es gab einen bestimmten Blow-off oder sonst irgendwas. So, die zweite Möglichkeit ist also, dass du das aus spekulativen Gründen machst. Stellen wir uns einfach wieder Folgendes vor. Du hast am Markt eine Bewegung, wo du sagst, was weiß ich, eine Aktie, du hast eine Aktie, die übergeordnet im Aufwärtstrend ist. Und wir haben so einen richtigen tollen Bullenmarkt, okay? Also es läuft wirklich. Und jetzt macht die Aktie mal ein paar Tage einen kleinen Rücksetzer. Also hast du das so, 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 so. Und jetzt geht die hier beispielsweise zurück auf so ein altes Ausbruchsniveau. Und du erwartest einfach aufgrund des Gesamtmarktumfeldes oder was weiß ich, weil die Aktie super, super stark ist. Also du brauchst schon gute Gründe dafür. Nicht einfach ins Blaue hinein, sondern du brauchst gute Gründe. Und jetzt erwartest du, dass die Aktie Folgendes macht, nämlich dass sie hier dreht und hier nach oben geht. So, wenn die Volatilität gut ist, könntest du ja hingehen und könntest sagen, okay, ich mache jetzt an der Stelle hier, verkaufe ich Short Puts, ne? Out of the money Short Puts. So. Du kannst natürlich aber auch hergehen und könntest sagen, und wie gesagt, das ist sehr spekulativ, dass du sagst, du verkaufst hier oben einen Put, nämlich einen In-the-Money-Put. So, weil, wenn natürlich das hier passiert, dann wird der ganze Zeitwert Entschuldigung, der ganze innere Wert, den die Option hier hatte, also dieser In-the-Money-Put, wird ja zum Out-of-the-Money-Put. Und während du mit diesem Put hier nur Zeitwert verdienen kannst, könntest du mit diesem hier Zeitwert plus Verlust des inneren Wertes verdienen. Und damit können natürlich diese in the money geschriebenen Puts oder umgekehrt halt bei Calls unheimlich viel Prämie einbringen. Was ist natürlich das Risiko? Das Risiko ist natürlich, dass es hier nach unten geht und dann werden die natürlich sehr viel teurer, weil das hohe Delta natürlich dann auch gleich sehr stark gegen dich wirkt. Ja? Also du hast eben dann, angenommen, du hast ja ein Delta 70, dann wäre das ja so, als hättest du 70 Aktien, die gegen dich laufen. Wenn dir also die Aktie einen Dollar fällt, verlierst du mit dieser Option sofort 70 Dollar. Und das Delta wird immer mehr, das heißt, es wird immer mehr so, als hättest du eine Long-Position in der Aktie, wenn sie fällt. Das ist also das Risiko, was du beachten musst.
Für einen erfahrenen Optionstrader in der richtigen Situation ist der Verkauf von In-the-Money-Optionen gar keine schlechte Variante. Auch so als Bestandteil einer Strategie kann man das durchaus einbauen. Für alle, die jetzt noch am Anfang stehen mit ihrer Optionsverkaufskarriere, würde ich weiterhin auf Out-of-the-Money-Optionen setzen. Aber damit ihr schon mal wisst, warum man das machen kann. Und wie gesagt, erstes Beispiel bei Earnings, kann das Ganze durchaus sinnvoll sein, das entsprechend zu machen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch allen viel Erfolg an den Optionsmärkten. Servus, macht's gut und bis bald.